Wenn du das tust, was du liebst, geht es schnell. Grüß euch, meine Lieben. Ich freue mich sehr, ich darf euch heute die liebe Friederike von der Marwitz vorstellen. Hallo, liebe Friederike. Hallo, liebe Gabi. Guten Morgen. Hola. Hola nach Spanien. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, tampoco. Gracias. Die liebe Friederike kam vor einigen Monaten zu mir ins Coaching, weil sie ja noch etwas zu lösen hatte. Wie wir alle immer wieder Themen bekommen, die wir lösen dürfen, stand sie auch an einem Moment, wo sie sagte, so, das will jetzt gelöst werden. Und ja, liebe Friederike, bitte sei so lieb und erzähl uns mal etwas von deinem hochinteressanten Werdegang. Ja, ich bin vor vielen, vielen Jahren in Lateinamerika, in Kolumbien geboren als älteste Tochter. Und meine Eltern sind Deutsche und bin in meinem Leben über 20 Mal umgezogen, war in 11 Schulen. Das heißt immer wieder, ja, eine schöne Kindheit in einer fröhlichen, menschlichen Atmosphäre mit dem herrlichen Spanisch, aber immer wieder Freunde verlassen und immer wieder Wurzeln verlassen und wissen, fragen, wo sind meine Wurzeln? Ja, und das ist ja ein Punkt bei vielen Menschen. Wo sind meine Wurzeln? Das haben sogar auch Menschen, die nicht viel umgezogen sind, die Wurzeln nicht haben. Aber speziell eben bei dir, wo bin ich wirklich zu Hause? Diese Frage, ne? Es war ja ganz interessant, weil mir kommt ja niemand aus mit der Innenkinderarbeit. Das ist so ganz am Anfang, wie wir die machten. Gell? Und ich sagte, okay, die kleine Friederike setzt sich jetzt auf eine Wiese im Garten. Und du sagtest, das geht nicht, weil da sind so viele Schlangen und Skorpione in Kolumbien. Ja, wo sind die Wurzeln? Du warst ja dann auch in El Salvador, ne? Ja, wir zogen nach, als ich 6 Jahre alt war, nach Deutschland und dann wieder nach El Salvador, Mittelamerika, wo mein Vater in der Entwicklungshilfe arbeitete. Und dann mit 9, weil er dann doch wollte, dass ich in eine deutsche Schule gehe oder wir alle in eine deutsche Schule gehen, dann nach Deutschland und dort wieder ganz viele Umzüge. Ne, meine Eltern sind eben auch Kriegskinder und haben alles verlassen müssen in Schlesien und ja, und hatten ihre Identität auch verloren, nicht? Und das habe ich wahrscheinlich ein Leben lang gespürt und als Päckchen mit mir rumgetragen. Ich wollte ihnen auch immer helfen. Mhm. Ja, ja, ja. Genau. Du bist dann ja nach London gegangen, ne? Du hast, in England hast du gelebt, danach, so, als du groß warst. Ja, nachdem ich studierte in Deutschland. Ich war erst noch ein Jahr in Mexiko, dann studierte ich in Deutschland und dann ging ich in erster Ehe nach England 7 Jahre lang. Das stimmt, genau. Mhm. Dann warst du auch in Japan, was ja auch ein ganz spannendes Erlebnis für dich war, ne? Ja, das war, nachdem ich viele Jahre als Dozentin arbeitete für Firmen und Banken und Unis zum Thema Herzensbildung und Auftreten und Kommunikation. Und da hat mich ein Onkel, der über 40 Jahre in Japan lebte, also hat mich eingeladen und gesagt, das musst du dir hier angucken, wie toll die Menschen miteinander umgehen. Und das war für mich eine neue Welt. Das war für mich, wie sagt man denn, Gabi, unglaublich ein Umbruch. Ja, die neue Welt einfach, so wie wir sie hoffentlich bald haben. Ja. Das hat mich nochmal unterstützt in meinem Bewusstsein, wie wichtig die Mitmenschlichkeit, der Respekt voreinander ist. Ja, Darauf habe ich dann ein Buch geschrieben. Das hat mir dann eine Professorin in Japan hat mir dann empfohlen, ich soll doch ein Buch schreiben, weil sie so viele Fragen als Frau hätte. Und das habe ich dann, das ist dann in der Welt am Sonntag ganz groß genannt worden und später auch ins Chinesische übersetzt worden und wurde dann von dem größten Verlag in Shanghai auch rausgebracht. Cool. Hast du das bei der Hand zufällig, das Buch? Ja, also das deutsche Buch ist, ich hoffe, ihr könnt sehen, ist das hier? Lady in Business. In Business. Cooles Cover. Ja, das hat Kitty Kahane, eine Künstlerin in Berlin, gemacht.
Eine ganz süße Frau. Toll. Dann ist das, pardon, so rum ins Chinesische übersetzt worden. Ein sehr, sehr schönes, haptisches Buch, finde ich. Also das da oben ist angeblich mein Name. Ob jetzt das, was da drin steht, weiß ich nicht. Seht ihr das? Ja. Ja, ist gut zu sehen. Ja, genau. Ist gut. Ja, da war ich sehr stolz, als ich das... Das kannst du auch, definitiv. Also du hast schon vieles erreicht, vieles getan, vieles vorzuweisen. Ich bin auch Mutter von zwei Kindern und Großmutter. Oh ja. Ja. Ja, ganz besonders. Und dann war ein Punkt, wo irgendwie dann, ich sage jetzt mal, eine Zwiespalt oder wie soll ich sagen, ja, dein Herz hat nach etwas anderem gerufen. Es hat gerufen, deinen wahren Auftrag zu leben. Und dann standst du da. Es ist dieses Coaching, was natürlich ja auch jetzt in deine Coachings du einbringst, weil Umgang mit Menschen ist sowieso wichtig und Etiketten und alles. Aber etwas hat noch gefehlt. Ja. Und zwar die Menschen einfach, die Herzmenschen, die Powerfrau unterstützen. Aber du erzähl bitte. Oh, wo soll ich da anfangen? Ja, es fehlte etwas. Es fehlte auch ganz viel an Selbstwert. Ganz viel, dass ich viele Dinge, die die Menschen mir sagten an Komplimenten, dass ich die gar nicht wahrgenommen habe. Und wie sehr ich Menschen auch schon geholfen habe, das habe ich nicht wahrgenommen. Das habe ich erst durch deine Arbeit, Gabi. Die Arbeit mit dem inneren Kind, die ich ja inzwischen auch als Coach ziemlich schnell auch anwende, was unglaublich vieles bewirkt. Also das innere Kind, die Ahnenreise, die war auch für mich sehr wichtig. Überhaupt deine ganze Art und deine Motivation, das hat mich schon sehr verändert und mich sehr ins Herz kommen lassen. Also noch mehr ins Herz kommen lassen. Und ich glaube auch mein Licht noch mehr. Also man sagt mir, dass ich jetzt viel mehr strahle und Wärme ausstrahle, nicht? Und das habe ich bei dir noch mal intensivst erleben dürfen. Das ist schön. Ja, das war noch der kleine, die Flügel ausbreiten eben, ne? Wie man sagt. Die letzte. Mich ist der Engel, der dann kam. Genau, genau. Und gefunden dann habe ich dich ja ein Video. Ja, genau. Das, ja, und dann hatten wir einen Slogan kreiert, die sensible, verletzte Powerfrau. Richtig. Deine Kunden, aber da die Menschen, die du coachen möchtest, coachen wirst und schon auch tust. Ja, schon auch so lange tue. Auch schon länger hatte ich mich auf Frauen spezialisiert, auch dank des Buches und meinem inneren Wunsch, gerade Frauen zu unterstützen, weil wir doch wirklich unglaublich, was wir alles leisten können und müssen. Ich habe dann auch mit dir zusammen überlegt, nein, es war auch viel Arbeit nebenbei, zu lernen, dass ich zwei meiner Hauptthemen auch gern weitergeben möchte, die Lösungen dazu weitergeben möchte. Das ist toxische Beziehungen und auch ausgebrannt sein, Burnout, wobei ich nicht die Depression meine. Also ich bin auch ausgebildeter Burnout-Lotse unter anderem. Und das spricht man ja von 10 Stufen und die ersten 8 sind Ausbrennen. Und die Frauen, die diese Dilemma haben, ja, da möchte ich gerne, dass sie wieder ihre Energie spüren und ihr Licht in sich entdecken und wieder zu Powerfrauen werden, die sie ja sind, dass sie diese Kraft wieder spüren. Ja. Wo ich mir sicher bin, dass du noch viele, viele, viele dieser tollen Frauen mega gut begleiten wirst. Naja, ich höre jetzt immer wieder von meinen Klientinnen, dass seitdem sie bei mir sind, so ging es mir ja auch bei dir, Gabi, dass plötzlich das Leben flutscht und sie alles klar sehen und plötzlich merken auch, wie du ja immer wieder sagst, ne, wir kommen in eine neue Zeit und das alte Marketing gibt es nicht mehr. Jetzt sind die Herzensmenschen, die mit der Seele, die ihre Seele spüren und authentisch sind, die werden jetzt gefragt. Es ist ja diese Arbeit dann so wunderschön, diese Art von Arbeit,
die wir von Herzen machen. Wir haben doch dann eben diesen Satz, sensible verletzte Bauerfrau, kreiert, wobei dann von außen, also von einigen Menschen Einwände kamen, verletzt geht nicht, weil das verwendet man nicht im Marketing. Und aber gerade deswegen, ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, kein Problem. Und ich hatte ja dann zu dir gesagt, im alten Marketing nicht. Aber im authentischen sehr wohl. Warum denn auch nicht? Die Masse ist ja verletzt. Bitte, wir sind ja alle verletzt worden. Ja? Warum darf man den Satz nicht sagen? Und siehe da, husch, wie schnell hat es funktioniert. Ne? Ganz schnell, plötzlich kam eine Anmeldung und wieder eine. Und ja, Unglaublich. Wie du sagst, oder wie der Titel auch ist, wenn du etwas von Herzen tust, so ging mir das damals auch mit den ersten Seminaren, mit den ersten Themen, wo ich einer der ersten auf dem Markt war, obwohl es diesen Markt noch gar nicht gab. Aber ich wusste, ich möchte das unbedingt, das brannte, ich will das in die Welt hinausbringen. Und schon kamen die ersten Seminaranmeldungen, nur über meine Webseite. Und dasselbe spüre ich jetzt. Jetzt ist der einzelne Mensch dran, die Frau. Ja. Und das spüre ich mit meinem Herzen. Und ich glaube ja auch sehr an Energien. Und das strahlt man, das strahle ich aus. Und das ist unglaublich, was dann passiert. Mhm. Ganz genau, ja. Also wunderbar. Und weg mit altem Marketing. Und es ist ja auch gar nicht schwer. Ne? Viele Menschen trauen sich gar nicht beginnen. Ich habe viele Menschen, die, ja, oder wenn sie sich bei mir mal melden zum Erstgespräch, ja, aber ich kann ja keine Technik, ich kenne mich hier nicht aus, ich kenne mich da nicht aus oder dieses und das. Das ist alles gar nicht so schwer, oder? Einfach beginnen und leicht. Und dir ist es ja jetzt wieder passiert, dass nur über deine Homepage eine Kundin ins Coaching kam. Ne? Ja, tun, einfach tun, ne? Mut einfach haben. Tun, genau, und gar nicht lange nachdenken über die ganzen Geschichten. Ne? Und vertrauen und loslassen, aber auch natürlich an sich arbeiten und anfangen. Ja, richtig. Es muss nichts perfekt sein, gar nichts. Es müssen keine perfekten Videos sein. Hauptsache, es kommt von Herzen. Ganz genau. Und gerade jetzt ist ja die Zeit, wo ja Megatransformationszeit ist, viele Verunsicherungen da sind, logischerweise. Aber es gibt auch eine Zeit danach. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, vorzusorgen und sagen, so, wer bin ich? Ich traue mich drüber. Ich mache mein Ding. Speziell, wenn wir Fähigkeiten haben und die Liebe dazu haben, andere Menschen zu unterstützen auf ihren Weg. Ne? Und wir können nicht genug sein, gell? Genug Coaches oder Berater oder Therapeuten oder wie immer man das nennt, nicht? Ja. Die Friederike ist ja auch ein sehr guter Networker, sage ich mal. Du hast ja gleich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wie das mit Corona begann und wo wirklich Menschen sich zusammentun, eine Meditationsgruppe und so weiter, wo sofort Menschen da sind, sich eben zusammentun, ja, um etwas zu bewirken, zu bewegen. Ja, also da bist du wirklich genial, genialst unterwegs. Ja. Da darf ich nur lernen. Ja, das liebe ich, Menschen zusammenbringen, dass jeder vom anderen wieder was mitbekommt und sich unterstützen kann. Ja. Super, das ist mega. Mega. Und die Sprachen, muss ich noch sagen, ich liebe Sprachen, ich liebe Internationalität und ich sehe gerade in heutiger Zeit durch dieses Online-Skyping, also Skypen oder Zoom, ich bin in einer Gruppe, da sind 800 Menschen drin aus der ganzen Welt, das macht so einen Spaß, da ist man plötzlich zusammen, hört sich auch ganz anders zu als persönlich, weil man da oft doch auch abgelenkt wird. Ja. Das genieße ich. Die Welt ist plötzlich klein geworden. Ja. Es ist so wichtig, einfach tun, jedes authentisch tun, das ist das Wichtigste. Und da fehlt dir. Und Gabi gehen. bitte. Ich werde euch die Homepage von Friederike unter dem Video auch verlinken, dass ihr da mal reingucken könnt, diese wunderbare Frau näher kennenlernen könnt. Und ja, jetzt bleibt es mir noch, Danke zu sagen, liebe Friederike. Und schön, dass es dich gibt, schön, dass es Menschen wie dich gibt. Danke. Dasselbe kann ich auch
dir sagen, liebe Gabi, du bist mir sehr wichtig, das weißt du. Danke dir. Vielen lieben Dank, du wundervoller Schmetterling. Bis dann. Alles Liebe. Liebe Grüße. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.